hört genau. Er setzt Impulse für unsere Zukunft, für eine bessere Welt. Manchmal mit Komik und manchmal auch mit der konkretesten Realität, die es derzeit gibt. Und die Kinder sind die Wurzeln unserer Gesellschaft von übermorgen. Na, wer ist das? Es wird so viel Milliarden in Waffen, in Scheißdreck und... Aber warum nicht in die Zukunft, in Manager von GLS, die einfach hinhören? BWL-Studium, ohne Mensch, guten Abend. Finance School, ohne Mensch, guten Abend. Oder kann der Vorstand von der Pressereferentin finanziert werden, ohne Kunde? I don't know. Allem nächste Not, aber nicht bei Kindern. Nächste Notnachricht. Das geht nicht, Leute, das geht nicht. Vielen Dank, vielen Dank. Geiler Preis. Und danke, meine Frau, und meine Familie. Winners live. Wir bleiben emotional. Wir kommen nämlich jetzt zur Verleihung des Preises in der Kategorie Beste persönliche Leistung Information. Und dazu haben wir jetzt auf der Bühne die ukrainische Künstlerin Alla Denisova gemeinsam mit Shootingstar Lea und The Voice Kids Berenike. Art of Planet. Seit zwei Stunden hören wir heftigen Artilleriebeschuss. Es wurde gesagt, unser Auto könne unter Beschuss geraten. In dieser Richtung liegt Irpin. Irpin ist eine Stadt, die momentan schwerst unter Beschuss ist. Wie in Butscha berichten uns die Menschen auch hier von den Gräueltaten der russischen Soldaten. Hope your best. Wir kämpfen für Freiheit. Wir kämpfen für demokratische Werte. Lehrerinnen, Unternehmer, Mütter, ganz normale Bürger Odessas. Ihnen geht die Munition aus, aber sie geben sich trotzdem kämpferisch. Wir verteidigen Zukunft unserer Kinder. Wir sind jetzt hier im Keller des Krankenhauses. Das ist quasi hier der Schutzbunker für die Menschen. Wir verteidigen. Warum? Yes. Alleine auf sich gestellt darf hier kein Journalist einfach in der Stadt drehen. Das zeigt einmal mehr das große Leid, die große Zerstörung in dieser Krieg für ganz normale Menschen. Ich sollte dort sein. Es geht um Notstromaggregate für Lazaretts in der Ukraine. Ich bin nicht dort. Auf anderen Wege kamen gewisse Notstromaggregate aufgrund von Pannen GLS nicht an. Können Sie sich das vorstellen? Das ist ein Kracher. Es ist ein Kracher, wie man sich den größer nicht vorstellen kann. Ich bedauere dies zutiefst, das festgestellt haben zu müssen. Und dann wird man diskriminiert, weil man Rettungsprojekte, die behindert werden,
auch von Nachbarn. Ich nehme jetzt das ganze Paket, weil man Rettungsprojekte sofort unterstützen möchte. So klein sind Gehirne. Aber jetzt zurück zu den Schäden. Zu den Schäden von... Ein Moment. Das hat sich jetzt gedreht. So. Von GLS Germany. Herr Jan Klaas. Herr Martin Seidenfeld. Ich rege nochmal empfindlichst an. Melden Sie sich bei tvgalacom@gmail.com. Ich habe einen Kontakt aufgenommen mit einem Heißluftballonfahrer sowie mit einem in Europa, nicht aus Deutschland, Hersteller. Und wir kriegen das hin, sagte er, dass wir diesen Skandal durch Transportschäden, Notstromaggregate nicht in die Ukraine bringen können, auf die Bühne bringen. Auf die Bühne? Nicht im All, nicht auf dem Mond, sondern unter die Wolken. Und dann möchte ich doch sehen, ob dieser Jan Klaas sich bei mir vielleicht doch meldet. Jetzt, ja, okay, gut, einen Moment. Ich muss schon wieder unterbrechen. Einen Moment, bitte. Und zwar zeige ich jetzt Ihnen einen entsprechenden Heißluftballon. Und es wird ein Kracher. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Gelb ist er schon. Jetzt fehlt nur noch GLS. Und das wird ein Kracher. Und dann werde ich mir noch was einfallen lassen. Ich hoffe, es geht. Natürlich bunt. Also, dass man das auch in der Luft sieht. Sowas hat die Welt noch nie gesehen. Ich hoffe nur, dass wir GLS dann zeitnah auch noch so kennen, wie wir Quelle Großversandhaus Gustav Schicketanz derzeit kennen. Guten Tag. Glauben Sie mir, ich setze alles daran. Wer bei Bush, Putin, Tony Blair, Interviews gedreht hat, der dürfte keine Grenze mehr kennen. Wie man was, wann, wo planetarisch und interplanetarisch realisiert. Filmbike, galacom.tv, No Limits. Und dann bin ich gespannt, was man dann dazu sagt. Filmbike, galacom.tv, No Limits, More Human Rights. Der macht's. Der macht das, was er sagt. Ja, richtig. Ich mache das, was ich sage. Und ich mache es so, wie der hier. Kennen Sie den? Muhammad Ali, the greatest of all time. God. Vielen Dank. Und jetzt ab zum nächsten Fall. Ich muss mich kurz fassen, weil hier jemand dringend um Rückruf bat. Ciao, ciao.